Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, heute geht es mal wieder weiter mit einem neuen Feature, logischerweise wie immer in den letzten paar Videos. Und zwar mit CSS 3 eigene Schriftarten. Eigene Schriftarten insoweit, dass ihr nicht irgendwelche Schriftarten nehmt, die wirklich von jedem Browser unterstützt werden, sondern dass ihr wirklich eine eigene Schriftart mit in eure Webseite einbettet. Und das tut ihr, indem ihr CSS benutzt, nicht HTML, und zwar mit einem gewissen ganz komische Syntax mit einem @font_face. Add, dann Font und dann Face. So, und damit definiert ihr euch die Schriftart. Das macht ihr am besten relativ weit oben, nicht so wie ich das gerade gemacht habe, sondern ganz oben. Manchmal gibt es da Probleme, weil manches Mal werden dann halt diese... Na komm, zeig's mir mal. Manchmal werden die Schriftarten vorne dran definiert und müssen vorne dran definiert werden, um sie unten drunter zu benutzen. Okay, mit @font_face definiert ihr euch eine eigene Schriftart. So, und jetzt ist ganz wichtig, woher kommt diese eigene Schriftart? Die eigene Schriftart muss in demselben Ordner liegen oder zumindest zugänglich sein für eure Style-Datei, also eure CSS-Datei. Das heißt, ihr müsst wirklich eine Quelle dafür angeben und ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt. Also ihr sagt einfach mal... wir geben hier an mit font-family, geben wir an, wie die Schriftart heißen soll, wenn wir sie weiterverwenden, zum Beispiel Ubuntu. Ich habe nämlich hier die Schriftart von Ubuntu genommen, die sieht irgendwie sehr stylisch aus, ich mag die wirklich sehr. Und ja, so bettet ihr die ein, nennt sie Ubuntu oder nennt sie auch klein Ubuntu, keine Ahnung, wie ihr das machen wollt. So, und jetzt müsst ihr noch die Quelle angeben. Schriftarten haben eigentlich immer .ttf-Format, also ihr könnt die online runterladen, die meisten Schriftarten werden .ttf haben, seht ihr dann hier an der Endung. Kopiert einfach diese Datei und zieht sie euch in den Ordner oder wie oder was. Andere Schriftartformate sind OTF, die funktionieren auch ganz gut, glaube ich. Ja, OTF und WOFF funktionieren auch sehr, sehr gut. Die anderen haben teilweise Probleme, manche werden in Safari oder Opera nicht unterstützt und die meisten natürlich wieder mal in Internet Explorer nicht. Kommt natürlich auch auf die Version drauf an, aber mit TFF oder OTF seid ihr immer super dabei. Okay, genug gelabert dazu, also einfach eine TTF-Datei hier reinziehen und schon habt ihr eine super Schriftart. Hier einfach über SRC angeben, wo diese Schriftart liegt. Und zwar über URL und dann müsst ihr hier eben euren Ordner angeben mit den Slashes oder aber ihr gebt einfach direkt den Namen ein, so wie ich jetzt, wenn sie im selben Folder oder selber Ordner liegt, könnt ihr hier einfach direkt angeben, wo sie liegt und wie sie heißt. Meine heißt ubuntu-r.ttf, das sieht man hier dran, hier ist der Dateiname ubuntu-r.ttf. Semikolon hinten dran nicht vergessen und alles ist gut. Okay, ich mache hier mal den Linear Gradient raus, damit man was lesen kann davon. Und den Text Shadow mache ich auch raus, damit wir hier alles lesen können. Und hier habe ich irgendwie das Ding gelöscht. Das brauchen wir natürlich. So, und jetzt sage ich hier einfach, ich hätte gerne, dass meine Schriftfamilie, also Font Family, das kennen wir schon aus CSS, vorher genauso ist, wie ich es oben definiert habe. Nämlich, dass die Ubuntu heißt. Hier müsst ihr den Namen von hier oben nehmen und hier benutzen dann. Okay, und ja, wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich eigentlich meine eigene Schriftart benutzt. Jetzt können wir noch kurz darauf achten. Ihr seht hier eine Überschrift, das sieht jetzt ganz anders aus wie vorher. Wir können mal gucken, was passiert, wenn ich das rausmache. So sieht es aus, standardmäßig, das dürfte ungefähr Times New Roman oder sowas sein. Das seht ihr an den Serifen hier oben. Serifen sind diese kleinen Balken da, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Und ja, wenn ich jetzt hier die Font Family Ubuntu benutze, ups, das ist der Ordner, dann habe ich hier eine andere Schriftart, die wirklich mit hochgeladen wird in der Seite. Und ja, die müsst ihr dann logischerweise auch im Server haben. So benutzt ihr dann eure eigene Schriftart. Und ja, ich finde, so sieht es gleich viel ansprechender aus und sieht echt sehr cool aus. Okay, was passiert jetzt, wenn ihr das Ganze noch fett drucken wollt oder sowas? Dann habt ihr hier oben die Möglichkeit, da wo ihr @font_face definiert, könnt ihr noch zum Beispiel schreiben font-weight. Und hier könnt ihr dann angeben, dass es zum Beispiel bold sein soll. Ja, das ändert Folgendes. Wir haben hier dann eine etwas schmalere Schrift, ironischerweise. Denn ihr habt jetzt hier gesagt, okay, das hier, was ich hier als Datei habe, ist die fette Version der Schrift.
Hier hätte ich gerne die normale Version. Ihr habt ja nichts gesagt, von wegen ich hätte gern fett oder sowas. Wie das geht, habe ich euch schon gezeigt in dem Video, wo es über Schriftarten ging. Also hier benutzt ihr die normale Schriftart, hochgeladen habt ihr die fette Schriftart. Was macht es logischerweise? Es macht das Ganze ein bisschen dünner. Okay, deswegen wird das alles ein bisschen kleiner. Wenn ich das wieder rausmache, dann sehen wir wieder, dass es ein bisschen dicker geworden ist. Aber eigentlich hauptsächlich an der Überschrift, also nicht wirklich irgendwie was. Okay, ja, so funktioniert das Ganze mit den Schriftarten und ich hoffe, ihr ladet eure eigenen Schriftarten hoch. Ich finde das irgendwie ein cooles Feature und ich mache es eigentlich ganz gerne. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.